Ja, schönen guten Morgen an alle Teilnehmerinnen. Danke für die Einbegleitung und danke für die Einladung. Holzbau digital, nachhaltige Sanierung mit vorgefertigten Holzelementen. Ich glaube, das Sanieren sollte in aller Munde sein. Der Baubestand ist vielfach in die Jahre gekommen. Das Sanieren wird auf die nächsten Jahre hindurch, vor allem auch in den ländlichen Gebieten, aber auch in den Bezirksstädten durchaus ein großes Thema sein. Sanieren ist immer verbunden auch mit Nachverdichtung und da geht es natürlich auch sehr stark darum, wie bringen wir unseren Gebäudebestand in die Zukunft? Wie schaffen wir die Sanierung auch mit Nachhaltigkeit zu kombinieren? Beziehungsweise wie schaffen wir das auch in Vorfertigung zu bringen, um hier einerseits präzise, andererseits effizient Ihnen zwei Wohnbaubeispiele zeigen und zwei Bildungsbeispiele. Bei den Wohnbaubeispielen war es so, dass wir im laufenden Betrieb saniert haben. Wir haben die Bewohnerinnen nicht abgesiedelt, sondern es ist wirklich im laufenden Betrieb das gesamte Gebäude saniert worden in wenigen Wochen. Bei den Bildungsbeispielen ist es so, dass immer in den Sommerferien das schaffen mit Holzelementen, indem wir uns dann auch die Kosten für die Container und für die Aussiedlung der Pädagoginnen und Schülerinnen sparen, ist das vielleicht sogar dann kosteneffizient. Ich glaube mir jetzt mit dem ersten Beispiel zu starten. Das ist ein Wohnbau in Linz in der Makatstraße. Das ist eine stark befahrene Straße Richtung Zentrum der Stadt Linz. Ausfahrt Wiener Straße von der Mühlviertel-Autobahn, wer das kennt. Der Wohnbau ist ein Wohnbau der Vöst aus den Nachkriegsjahren mit Schlackebeton errichtet. Statisch, echten Zustand. Eigentlich sollte man sich dort die Frage stellen, ist ein Ersatzneubau nicht intelligenter? War nicht möglich. Die Bewohnerinnen sind dort seit 50 Jahren Mieterinnen. Die Aussage bei der Mieterinnenversammlung war, wir ziehen aus diesem Wohnbau nicht aus, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir sind froh über jede Sanierung, aber ausziehen wollen wir nicht. Dann rangekommen und haben einmal versucht, ein Konzept zu entwickeln. Sie sehen, an der Stirnseite hat schon die Wohnungsgenossenschaft, die das verwaltet hat, die GIWOG, hier versucht, einen Lift einzubauen, mit begrenztem Erfolg, weil heute halt die Details nicht klar waren. Das heißt, wir haben einmal das Ganze gestoppt und haben gesagt, wir müssen in eine sinnvolle Planung gehen. Und an den linken Balken sieht man, wenn wir gut planen, wenn wir ein gutes Konzept haben, schaffen wir den Energieverbrauch eines sanierten Objektes auf ein Zehntel von vor der Sanierung zu reduzieren. Also neben der Behaglichkeit ist es durchaus auch eine deutliche Betriebskostensenkung. Sie sehen, die Lage dieses Wohnbaus in der Makatstraße ist eigentlich für eine energieeffiziente Sanierung nicht ideal, weil Nord, Ost und West ausgerichtet, keine Südbesonnung vorhanden, im Längsbaukörper durchgedeckte Wohnungen und ein nordnördlich angegliederter Kopfbau. Das Wichtigste ist eine gute Analyse. Hier sieht man auch, dass der Abkühleffekt hier enorm ist. Wir haben hier wirklich mit schlechtem Bauzustand zu tun gehabt. Schlacke ist ja Abfallprodukt aus der Stahlproduktion, hat man in den Nachkriegsjahren für den Hochbau, Wohnbau verwendet. Hier sehen Sie schon ein Bild aus der Bauphase, Sie dunkelblau, eben die gedämmte Fassade, hier noch mit ein paar Anschlussnotwendigkeiten, deswegen leuchten da noch Punkte raus. Sie sehen schon, die Kontrolle ist auch immer wichtig, und Sie sehen auch noch die unsanierten Teile rot und gelb leuchten. Wichtigste ist
immer Gefühle klar im Vorfeld zu formulieren. Sie sehen auch, dass wir im Keller hier keinen sozusagen Passivhausstandard schaffen und im Erdgeschoss schon auch nicht, weil eben hier der Abkühleffekt Richtung kalten Kellerbereich zu groß ist und eine Dämmung des Kellers in dem Fall aufgrund der Raumhöhe nicht möglich gewesen wäre, aber ist ein guter Niedrigenergiehausstandard. Wir haben im Wesentlichen die thermische Hülle so genommen, haben aber uns die Details sehr, sehr gut angeschaut und haben auch geschaut, wo können wir statisch reagieren, wie können wir kosteneffizient reagieren und wie kann eine Vorfertigung hier gut erfolgen. Sie sehen schon, begrenzendes Element der Vorfertigung mit Holzelementen ist der Tieflader. Hier sehen Sie, haben wir uns für horizontale Elemente entschieden, weil wir eine vertikale Unterkonstruktion aus statischen Gründen, um eben den Schlagkeppeton zu überwinden, der ja nicht tragfähig ist. Wir haben uns eben in die Stahlbetondecken, in die tragfähigen Stahlbetondecken hier statisch ankern müssen. Hier sind in den vorgefertigten Elementen die Fenster integriert, eine Lüftung integriert und der Sonnenschutz integriert. Die Dämmung erfolgt einerseits mit Steinwolle in diesem Fall, andererseits mit Karton, Wabenkarton, Altkarton, Recyclingkarton, der hier sozusagen in die Holzrahmenbauweise eingelegt wurde und so einen Wärmepolster aufbaut und auch im Sommer große Wirkung zeigt gegen sommerliche Überhitzung. Außen ist der Karton nur durch eine Einscheibenverglasung abgedeckt. Sie sehen hier, wie die Elemente angeliefert wurden. Sie sehen hier, wie die Elemente produziert werden, Holzrahmenbauweise. Elemente werden eingesetzt, aufgestellt, das Element, dann der Fenstereinbau, wie ein konventioneller Fenstereinbau auch passiert. Sie können sich schon vorstellen, dass das in der Werkhalle wesentlich präziser passieren kann als vor Ort auf der Baustelle, wo man witterungsabhängig ist. Wie gesagt, hier der Transport dann an die Baustelle. Hier sehen Sie die Konsolenauflagerungen, auf die komme ich dann noch zurück. Und hier sehen Sie das Einzelpanel, wie es da eben montiert ist. Von der Montage her vor Ort passiert das sehr, sehr einfach, weil Sie haben einfach einen LKW-Kran und links und rechts einen Steiger. Also mit drei Mitarbeiterinnen sind Sie da wunderbar dabei. Und in 3 Wochen war eigentlich die gesamte Fassade bekleidet. Sie sehen, dass wir davor diese vertikale Unterkonstruktion gemacht haben, um eben das Bestandsgebäude statisch zu ertüchtigen, haben diese Ebene auch noch genutzt, um es mit Steinwolle auszudämmen, beziehungsweise hier auch dann Leitungsführungen für Verkabelungen, Satelliten-TV und so weiter unterzubringen. Sie sehen, hier haben wir dann doch die Barrierefreiheit geschafft, begrenzt, weil es am Podest ankommt und wir haben die Balkone in die thermische Hülle genommen, weil die Wohnungen sehr klein sind. Sie sehen, die alten Balkone waren eigentlich nur Abstellbereiche und nicht nutzbar, auch aufgrund der Lärmsituation entlang der Markertstraße. Diese wurden dann sozusagen geschlossen, genutzt und haben dadurch eigentlich einen tollen Mehrwert für jede einzelne Wohnung ergeben. Ich hoffe, die Montage ist damit verständlich. Man sieht das hier eindeutig, wie das gerade hier mit dem Autokran hochgehoben wird. Sie sehen hier unten auch die Konsolen, wie das aufgelagert wurde und ein Foto, ein weiteres Foto von der Baustelle. Wie wirkt der Aufbau? Sie sehen schon, untertags wird ein Wärmepolster
aufgebaut, der bei der Nacht dann nicht abkühlt. Sie wissen, dass der U-Wert, der Materialkernwert Lambda und so weiter nur statische Werte im Energieausweis sind. In der Realität sind das veränderliche Werte. Die haben wir gerade bei diesem Projekt, nachdem es auch ein Forschungsprojekt war, auch simuliert und haben uns sehr genau angeschaut, wie ist das Verhalten der Dämmung und der Fassade und der vorgefertigten Elemente. Und ja, also in dem Fall hier der Aufbau, sehen Sie auch das Gewicht natürlich in Holzelementen sehr leicht. Das Ganze war auch wichtig, weil eben ein dementsprechender statischer Aufbau und hier eben die Wabe, die Kartonwabe, die hier eben einen Pullover-Effekt darstellt. Das, was ich kurz gesagt habe, kann man dann natürlich auch noch um die Himmelsrichtungen ergänzen. Sie sehen hier sozusagen die Wärmestromanalyse und die Globalstrahlung an der Südostfassade dargestellt und Sie sehen, wie sich das eben im Panel verändert und wie sich das eben aufbaut. Ich glaube, das ist selbsterklärend, wie die Funktion dieser Fassade dann ist. Der Vorteil ist, dass ich dadurch weniger Dämmstoffdicke einfach benötige und schlanker konstruieren kann die Holzelemente, damit auch weniger Gewicht habe natürlich. Also all das sind die Vorteile dieser hinterlüfteten, vorgefertigten Fassade in dem Fall. Natürlich haben wir damals auch mit dem IBS in Linz, Institut für Brandschutz und Sicherheitsforschung, Brandversuche dieser Elemente gemacht. Das hat auch die Baubehörde von uns gefördert. Und Sie sehen schon, dass es keine weitere Brandausbreitung gibt, auch aufgrund der Holzelemente und der Konstruktion der Holzelemente und der Einrahmung, die hier gemacht wurde. Also da wurde schon sehr genau im Detail überlegt, wie das Ganze funktionieren könnte. Sie sehen hier die 6 cm Ausgleichsschicht Unterkonstruktion, weil Sie können sich vorstellen, so eine Bestandsfassade aus den späten 50er Jahren ist auch nicht immer ganz eben und nicht leicht zu montieren, sonst die Holzelemente, die ja präzise auf die Baustelle kommen. Sie sehen hier das Element selbst. Sie sehen hier die Kartonwabe, die Hinterlüftung und die Einscheibenverglasung, die es abdeckt. Und hier sind die Fenster eingesetzt. Wir sind dann sozusagen, nachdem wir die Elemente außen versetzt hatten, in einen Zeitplan Wohnung für Wohnung abgegangen, haben innen neue Leibungsverkleidungen gemacht. Für die Lüftungsgeräte war die Wand schon vorgebohrt und wir haben eigentlich nur den letzten Zentimeter noch rausnehmen müssen und haben die neuen Lüftungsgeräte wunderbar montieren können. Das ist mir auch wichtig, dass wir nichts versprechen, was wir am Ende nicht halten können. Links die alte Bestandssituation, in der Mitte der Entwurf und rechts, wie es jetzt seit mittlerweile 15 Jahren vor Ort aussieht. Wir haben auch laufendes Monitoring und wir wissen, dass die Werte auch eingehalten werden. Wir haben damals das Gebäude gescannt, das gesamte Gebäude wie ein Blatt Papier gescannt, die Maße direkt auf die CNC-Anlage der Holzbaufirma gesendet und es hat wirklich funktioniert. Wir haben uns nicht getraut, die Eckverglasungen schon vorzuproduzieren, hätten das aber aus der heutigen Erfahrung ruhig machen können, weil es war so präzise, dass es eigentlich gar kein Problem war. Also das war wirklich wunderbar. Wichtig ist auch die statische Analyse. Ich glaube, diese Vorarbeiten zahlen sich aus und sind auch unbedingt notwendig. Sie sehen hier den Schlackebeton, wie eigentlich im sehr, sehr schlechten Zustand war. Sie sehen, die alten Lüftungslöcher in die Lagerräume wurden abgedichtet und dafür neue Bohrungen gesetzt. Das waren die alten, das sind die neuen Bohrungen, die gesetzt wurden. Sie sehen hier noch einmal die Situation, die Bohrungen neu für die neuen Lüftungsgeräte und
hier eben die alten Bohrungen der sogenannten Speis und hier die Kernbohrstücke, die wir da haben. Wir haben ein Einzellüftungskonzept gemacht, raumweise. Wir haben nur im Bad und Küche mit einer kurzen Überströmung gearbeitet. Wir blasen hier mit einem kleinen Meltem-Gerät ein und saugen dann über das Bad ab. Dadurch gibt es eine Überströmung über die Küche. Und sonst gibt es Einzelgeräte, die sind wunderbar. Also aus 20 Jahren Erfahrung kann ich sagen, ist das sehr einfach zu handeln, auch von der Wartung her, sozusagen mit einmal im Jahr Filtertausch für die Bauträger eigentlich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das ist positiv, wenn man da einmal in die Wohnung kommt und so den Filter tauschen kann. Die Wärmerückgewinnungsgrad ist wunderbar mit über 80%. Also vollkommen problemlos im Betrieb. Sie sehen, wie das kleine Kästchen von innen ausschaut mit einem Ventilator, mit einem Plattenwärmetauscher und der dementsprechende Filter dazu. Diese Zuluft- und Abluftfilter. Und Sie sehen auch, wie das Konzept funktioniert. Also ich glaube, sehr simpel und genauso soll es auch sein. Kurz die Werte, wie schon gesagt, Reduktion auf ein Zehntel von vor der Sanierung. Der CO2-Ausstoß wurde von 160.000 Kilogramm pro Jahr auf 14.000 Kilogramm pro Jahr reduziert. Glaube, dass die Bilder sprechen für sich. So muss Sanierung ausschauen. Es muss eine vollkommen neue Generation an Gebäude dadurch entstehen. Es muss das Gefühl sein, wie wenn die Leute jetzt in einen Neubau wären. Und wir sind einfach, weiß ich nicht, 60 Jahre mittlerweile später, als das errichtet wurde. Und genau das muss auch sich widerspiegeln. Wir haben durch die Betriebskostensenkung, dadurch, dass die Mieterinnen nicht mitzahlen mussten mit der Sanierung, weil das die Genossenschaft, also der Bauträger, finanziert hat. Hier eine Realmietsenkung durch die Senkung der Betriebskosten von 15 bis 20%, je nach Nutzerinnenverhalten geschafft. Und ich muss sagen, also wir haben da wirklich eine tolle Resonanz. Ich kann dort heute noch dort hingehen. Sie sehen hier die Werte, die wir erreicht haben. Und die Leute sind glücklich mit ihren Wohnungen, haben auch noch die Vorzone erweitert, indem wir nicht Querparker, sondern nur mehr Längsparker haben. Haben wir hier einen Fuß- und Radweg und eine gewisse Entree-Situation im Eingangsbereich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das war in den 50er, 60er Jahre, glaube ich, nicht ganz üblich. So schaut das aus. So schaut das im Detail auch noch heute aus. Die Fassade ist langlebig. Die Holzelemente haben sich super bewährt. Also kann nur sagen, in kürzester Zeit fertig gewesen. Wir haben hier wirklich auch natürlich mit einem guten Team gearbeitet. Ich glaube, ich alleine hätte das nicht machen können. Wichtig ist das Team. Ohne dem geht das nicht von Förderstellen bis Planung bis Ausführung. Dass man dann natürlich, wenn man es gut macht, vielleicht auch Preise bekommt, ist eine Nebenerscheinung. Etwas stolz sind wir natürlich auf den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit, der natürlich da sicherlich nachwirkt und wo wir daraus sicherlich dann gute weitere Beispiele lukrieren konnten. Also das war so das erste Beispiel in Linz, was wir in diese Richtung gemacht haben. Das letzte Beispiel aus 2017 im Wohnbereich, im Schulbereich machen wir fast jedes Jahr ein Projekt in diese Richtung, ist in Bozen gelungen. Hier links am Bild sehen Sie einen typisch italienischen Wohnbau in Betonbauweise, wie er von 1970 bis 1990, glaube ich, in ganz Italien so gemacht wurde. Auch Südtirol ist da nicht davon gefeit geblieben. Rechts sehen Sie ein Bild, wie es nach der Sanierung mit Holzelementen in vorgefertigter Art und Weise gemacht wurde. In Italien muss man wissen, ist der Sozialwohnbau wirklich nur für Bedürftige vorgesehen. Das heißt, wir haben hier wirklich Bevölkerung gehabt, die sich Betriebskosten kaum leisten kann und sehr, sehr dankbar war,
hier eine gute Qualität zu bekommen. Wir haben auch hier ein breites Team zwischen Turin, Mailand, Trento und Bozen gehabt und haben hier wirklich ein gutes, vorbildliches Konzept, glaube ich, für Südtirol geschaffen. Wo sind wir? Wir sind im östlichen Bereich der Stadt an einem Westhang gelegen. Das heißt, es gibt keine Morgensonne, kaum Südsonne und nur etwas Westsonne. Dafür einen tollen Ausblick ins ganze Tal, fast bis zum Brenner. Hier sieht man das, also das ist der Blick von Südwesten gerichtet auf die Wohnanlage. Es sind sozusagen ist eine relativ große Wohnanlage mit einer Tiefgarage und der Keller, weil eine Freiparkierung dort am Hang kaum möglich gewesen wäre, auch damals schon nicht in den 90er Jahren. Das war circa 25 Jahre alt. Sie sehen hier die Wohnungstypologie. Ich glaube, die Unterlagen werden Ihnen zur Verfügung gestellt und Sie können dann natürlich nachschauen. Hier sehen Sie den Zustand, als wir das besucht haben. Niemand hat sich gedacht, dass hier wirklich so eine Qualität am Ende des Tages draus wird. Auch am Dach, auch im hinteren Bereich, im Hangbereich, den haben wir dann genutzt für eine Wärmepumpenanlage. Also die Restwärme passiert in dieser Anlage jetzt mit Wärmepumpe und Tiefenbohrung. Sie müssen wissen, dass sowohl Nordtirol als auch Südtirol ein Gasländer sind. Das heißt, sind sehr oft mit Gas versorgt, Stadtgas. Das haben wir dort eben verabschiedet und haben eine der ersten Wärmepumpenanlagen in Südtirol zusammen mit PV und thermischer Solaranlage für die Warmwasserproduktion am Dach geschafft. Hier, Sie sehen die ganzen Schwierigkeiten, die wir hier hatten mit der Regenwasserentsorgung, mit dem Sonnenschutzmarkisen und so weiter. Also ich glaube, im Detail ist das sehr herausfordernd, deswegen braucht es auch hier eine sehr, sehr gute Analyse. Ich glaube, das müssen Sie sich unbedingt merken, hier gut zu analysieren. Sie sehen, dass hier im Hintergrund eine Skelettbauweise ist, die ausgemauert wurde. Sie sehen hier auch die laufende Kontrolle auf der Baustelle mit einer Wärmebildkamera ist sehr, sehr wertvoll. Sie sehen hier auch das Sonnenverlaufsdiagramm, was ich früher gesagt habe, ist da die Morgensonne eben sehr, sehr schwierig. Die Aufbauten waren teilweise sehr herausfordernd. Wir haben fast überall geöffnet. Wir haben viel zu wenig Betonüberdeckung gehabt beim Tragsystem, haben auch das mit Holz ertüchtigen müssen, haben bei den Terrassen viel zu geringe Aufbauten gehabt. Also ich könnte da im Detail noch lange Ihnen darüber berichten, aber Sie können da sicherlich auch einiges nachlesen. Die Projekte sind auch gut publiziert und lassen sich ganz gut ansehen. Also wie gesagt, neben der Sanierung mit Holzelementen, Geothermieanlage, Solar am Dach, Photovoltaik am Dach, dann wiederum einen guten Entwurf und glaube ich, ganz gut präsentiert, sowohl der Stadt als auch allen Beteiligten. Wir haben es 2017 dann umgesetzt, 2016 geplant, mehrere Mietereinbindungen. Sie sehen, dass da auch noch durchaus Änderungen durchgeführt wurden. Die haben wir uns auch nicht geglaubt in Südtirol, dass das so locker funktioniert mit Holzelementen und dass das mit dem Ausblasen mit Zellulose, in dem Fall ist das mit Zellulose gedämmt, gut funktioniert. Haben da am Forschungsinstitut EURAG, das uns sehr geholfen hat bei der Sache, auch einen Prototypen dann gebaut, wieder haben denen gezeigt, dass es gut funktioniert. Muss auch dazu sagen, dass es im ersten Schritt beim ersten Prototypen nicht funktioniert hat, aber in weiterer Folge ganz gut gemacht wurde. Haben wir dann auch in die Außenaufstellung geschaut, haben geschaut, wie ist der G-Wert des gesamten Elementes, haben auch die Luftdichtigkeit, die Anschlüsse zwischen den Elementen getestet. Also so ein Forschungsinstitut wie die EURAG bietet natürlich sehr viele Möglichkeiten, da sind die Südtiroler ganz gut bestückt. Dann natürlich hier genau geschaut,
wie könnte das funktionieren? In dem Fall haben wir mit gebäudehohen Elementen, also mit vertikalen vorgefertigten Elementen gearbeitet, haben in dem Fall aber die Bekleidung vor Ort gemacht, weil die Montage nur mit Steiger in Südtirol nicht zulässig ist, mussten wir das Gebäude trotzdem einrüsten und haben eben hier diese Präfablechverkleidung dann erst gemacht. Wir haben hier auch mit dem BHBB Projektierungspaket das Ganze berechnet. Es ist Enerfit Standard dieses Gebäude, das heißt der Sanierungsstandard des Passivhausinstitutes. Hier ein Bild, wo Sie sehen, dass das hintere Projekt, also der nördliche Baukörper, schon fertig ist. Der südliche Baukörper, hier gerade die Holzelemente versetzt wurden. Hier sehen Sie, wie das eingerüstet ist, beziehungsweise wie die Holzelemente gerade versetzt werden. Hier sehen Sie die Auflagerung und das Versetzen der Holzelemente, wie sich das darstellt, das Koppeln der Holzelemente. Ich glaube, ja, im Detail sicherlich eine Herausforderung, aber mit etwas Erfahrung, Diskussion lässt sich das ganz gut machen. Hier sehen Sie die PV-Anlage am Dach, ist vollständig belegt, die ganze Dachsituation. Hier sehen Sie die Wärmepumpenanlage, die natürlich redundant ausgelegt ist. Das heißt, eine Wärmepumpe macht immer die Grundlast und eine die Spitzenlast und wöchentlich wird gewechselt, damit die Wärmepumpenanlage auch gut bis zum Ende, also bis zum Lebensende, nach wahrscheinlich 25 Jahren gut funktioniert. Design ist in Italien auch eine wichtige Sache. Hier glaube ich ganz eine gute, abwechslungsreiche Gestaltung und das hat den Baukörper dadurch gut gegliedert. Wir haben jedenfalls positivste Rückmeldungen in jeder Richtung, sowohl sozusagen wärmetechnisch als auch von den Ausführungsqualitäten des Holzbauers als auch vom Gestalter. Hat das Projekt nur gewonnen und ist sicher ein Musterbeispiel in Italien. Darf nach Kärnten kommen. Das ist das Bildungszentrum in St. Leonhard in der Gemeinde Arnoldstein. Hier im Norden sehen Sie den Dobratsch mit dem Dobratsch-Abbruch, im Süden die Karawanken. Auch hier im Winter sehr, sehr schlecht besonderer Standort. Sehr schlechte Konstruktion aus den 1960er Jahren, hier auch mit Betonrahmenkonstruktionen in den 80er Jahren irgendwann einmal schlecht gedämmt worden, mit relativ wenig Vollwärmeschutz. Ihr seht das alles, wie das da ausschaut. Einmal um einen Turnsaal erweitert worden, aber absolut sanierungsbedürftig. Wir haben das in zwei Schritten gemacht, einmal 2009, 2010 und einmal im letzten Jahr den Kindergarten noch erweitert. Wie gesagt, die Theorie kennen Sie, optimale thermische Hülle, optimale Gebäudeausrichtung mit optimaler Fensterdämmung, sodass aber auch ein Energieeintrag möglich ist und Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung, durchgehende thermische Hülle, möglichst Wärmebrücken frei. Das war dann der Entwurf. In dem Fall haben wir uns für gebäudehohe Holzelemente entschieden in der Vorfertigung. Hier ist der Kindergarten angebracht im nördlichen Bereich. In der Schule ist es schon eine vorvergraute Holzfassade mit noch ein paar fröhlichen Farbstreifen drinnen. Die Raumkonzepte sind vielleicht im Detail nicht interessant. Dieser Schule mit sehr öffentlichen Lernzonen, also auch pädagogisch wurde hier im Zuge der Sanierung ein neues Konzept entwickelt. Das ist auch uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur an die thermische Hülle denken, sondern selbstverständlich auch an die pädagogische Qualität eines solchen Bildungszentrums, dieses vollkommen neu ausrichten. Sie sehen den Entwurf, wie er sich dargestellt hat. Ja, und das ist die Baustelle. Kindergartenerweiterung oben, unten sehen Sie hier, der Dachstuhl wurde damals abgetragen, war statisch nicht mehr tragfähig. Wir haben hier einen neuen Holzrahmen im Dachbereich angebracht und haben hier die Holzelemente mit Konsolen unten aufgelagert im Bereich der Kellerdecke und oben eben an den neuen Holzrahmen angehängt und mit Zellulose
vor Ort dann ausgeblasen. Das Ganze ist in 10 Wochen basiert, also sehr zackige, schnelle Baustelle. Vollkommen problemlos, sehr, sehr gute Holzbaufirma, war eine wunderbare Zusammenarbeit. Hier, wie gesagt, sehen Sie die Metallkonsolen im Kellerbereich. Hier wurde dann konventionell im Keller mit XPS dazugedämmt. Die Holzelemente sind mit Zellulose ausgeblasen, nur die Verbindungsstücke wurden hier mit Steinwolle eben ausgeführt. Auch das Dach wurde mit Zellulose ausgeblasen. Sie sehen hier die vorgefertigten Elemente. Und das war, wie gesagt, in 10 Wochen erledigt. Beim Kindergarten konnten wir schon früher beginnen, weil dort eben erst eine Umsiedlung nach Fertigstellung angedacht war. Also hier sehen Sie den inneren Anschluss. Das ist natürlich immer eine Herausforderung. Ich muss einen Glattstrich machen. Das macht der Arbeiter hier gerade. Hier sehen Sie auch die alte Dämmung mit 8 cm, die vorgehängten Holzelemente, wo die Fenster schon drinnen waren. Und hier wurde eben dann der Anschluss mit Druck- und Bauleistungen eben bewerkstelligt. Hier sehen Sie auch die Lüftungsanlage, wie sie installiert wird. Raumakustische Elemente, ganz, ganz wichtig. Und natürlich eine optisch offene Lernwelt, die unbedingt ihre Qualitäten haben muss, ganz, ganz wichtig. So, hier sehen Sie Vorher-Nachher-Foto, das war dieses Eck und das ist dieses Gebäudeeck hier um den Kindergarten erweitert. Wir haben es mittlerweile noch einmal erweitert, weil wir Gott sei Dank in diesem Bereich einen guten Zuzug haben, hier vorher und hier nachher. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich, ist ein ganz anderes Erscheinungsbild. Hier im Erdgeschoss haben wir auch geschafft, eine öffentliche Bibliothek zu integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sich die Schulen auch öffnen in Richtung eines kommunalen Zentrums, in Richtung des Ortes. Hier der Blick in die Landschaft und hier eben auch. Ich glaube, das ist alles selbsterklärend. Und das letzte Projekt noch in die letzten 10 Minuten, wenn ich darf. Ein Schulzentrum in Neumarkt, das auch Veranstaltungszentrum immer war und ist. Bevor wir dorthin gekommen sind, hat das Ganze so ausgesehen. Wir haben das in 2 Sommern wunderbar saniert. Wir haben uns da um Förderung in Graz bemüht bei der Landesregierung. Die Landesregierung hat das gesagt, liebe Planer, liebe Bürgermeisterinnen, weil das ist sozusagen damals Hauptschule 1 und Hauptschule 2 gewesen. Mittlerweile ist das Ganze eine Mittelschule natürlich zusammengefasst zu einer Direktion. Ihr habt viel zu viel Fläche. Im Bezirk Murau werden nie mehr so viele Kinder sein, die in Neumarkt hier eingeschult werden. Wie könnt ihr euch vorstellen, die Flächen zu reduzieren? Wir haben dann ein Konzept gemacht, wo wir einmal einen vollkommenen Neubau vorgeschlagen haben, einmal sozusagen hier versucht haben, ein Geschoss uns zu erledigen von einem Geschoss. Beides hat den Gemeindeverantwortlichen nicht gefallen, weil natürlich hier Fläche verloren geht, die sie dringend brauchen für Vereine, weil natürlich so eine Schule auch immer kommunales Zentrum ist. Ich will damit mit dieser Erzählung sagen, es ist so eine Sanierung auch immer ein großer Kommunikationsaufwand. Es braucht eine gute Analyse, es braucht eine gute Kommunikation mit allen den vor Ort Handelnden. Am Ende ist das Ganze so passiert, dass wir hier je Geschoss eine Klasse abgebrochen haben, also 4 Klassen. Wir haben sogar das bestehende Stiegenhaus erhalten. Wir haben nichts im Wesentlichen am Bestand geändert, aber wir haben die Fläche reduziert und eine neue Aula geschaffen, eine neue Eingangssituation, ein neues Lebensgefühl einfach für die ganze Schule, haben hier im Zentrum eine Bibliothek integriert, einfach ein neues Entree geschaffen, was eben für den ganzen Bildungsbereich sehr, sehr wertvoll war und nach wie vor ist. Auch wenn ich nach 10 Jahren dahin fahre, sind Sie sehr froh über die Situation. Hier seht ihr die Bibliothek, hier seht ihr die neue Eingangssituation, hier haben wir das Ganze geöffnet zu einer neuen Aula. Wichtig war es einfach, hier wirklich ein neues Lebensgefühl reinzubringen und das haben wir
mit Holzelementen geschafft. Die Qualität hat sich über Jahre bewährt und es war, wie gesagt, in zwei Ferienzeiten ein riesen Schulzentrum sanierbar, ohne Containerklassen, ohne Absiedlung. Gut. Zur Physik vielleicht noch kurz ein Detail. Hier sehen Sie eine Glasfassade, die ist nach Westen orientiert. Eine Aula, eine großzügige Aula wird nur funktionieren, wenn wir wirklich hier eine schöne Westorientierung auch nutzen mit einem schönen Ausblick. Ja, aber allerdings soll natürlich die Aula auch keine Überhitzung bekommen. Ja. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich hier eine Überhitzung vermeiden kann. Und das haben wir versucht, gemeinsam mit dem Bauphysikbüro Team GMI hier physikalisch nachzuweisen. Wir haben aus arbeitsrechtlichen Gründen 26 Grad maximaler Innentemperatur, auch wenn es außen heiß wird, nachzuweisen. Ja. Hier sehen Sie die Außentemperatur in einer Juliwoche, auch wenn da keine Schule ist, müssen wir das nachweisen. Wir haben auch verschiedene Messpunkte angesetzt im Kellerbereich und im zweiten Obergeschoss. Die Unterschiede zwischen Kellergeschoss und zweiten Obergeschoss haben sich aber relativ als gering erwiesen, weil wenn es da heiß wird, wird es überall heiß. Und dann haben wir, Sie sehen diese grünlich-braune Linie, überall eine Überhitzung. Wir haben es dann versucht mit einem innenliegenden Sonnenschutz. Dieser innenliegende Sonnenschutz hilft uns sehr, sehr wenig oder weniger als ein außenliegender jedenfalls. Sie sehen, mit dem außenliegenden Sonnenschutz wären wir immer unter die 26 Grad. Allerdings hätten wir Investitionen, hätten wir in diesem Bereich dort einen relativ großen Wartungsaufwand. Man kommt sehr schwer dazu. Es muss windstabil sein und wenn der Sonnenschutz unten ist, habe ich trotzdem einen begrenzten Ausblick, das heißt von der räumlichen Wirkung eigentlich auch nicht ideal. Ja. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben vorgeschlagen eine Nachtlüftung. Wir haben automatisch geregelte Fensterflügel im Kellergeschoss und im zweiten Obergeschoss. Natürlich muss man das Einbruch schützen, natürlich muss man das mit einem Regensensor ausstatten, aber wenn man das alles macht, hat man das wunderbar im Griff und durch diese Nachtlüftung, übrigens von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh, weil vor Mitternacht, wenn es heiß ist, bringt es sehr, sehr wenig und wie gesagt, nach 6 Uhr in der Früh wird es um jetzt eben im Mai, Juni bereits warm und deswegen macht man da dann besser zu. Wir aktivieren die massiven Innenbauteile und haben hier sozusagen mit dieser Nachtlüftung, mit dem Lehrerkollegium gemeinsam. Wir sind in eine Runde mit 100 Pädagoginnen gegangen, haben das gemeinsam diskutiert und haben wirklich eine Freigabe bekommen. Und ich glaube, so muss man auch transparent arbeiten und so muss man das auch aufbereiten. Hier sehen Sie die normale Berechnung nach ÖNOM 8110 Teil 3, den ÖNOM-Nachweis, dass es eben zu keiner sommerlichen Überhitzung kommt. Das ist ganz wichtig. Und welche wirksame Speichermasse man hier eben aus dem Bestand eben auch lukrieren kann. Ein zweites Thema war, das zeige ich zuerst die Grafik und dann die Berechnung. Das ist der Turnsaal, ja, um das Energiekonzept sozusagen hier machen zu können, hatten wir die Schwierigkeit, dass wir vor der Sanierung im Süden gleich große Fenster hatten wie im Norden. Ja. Im Norden so große Fensterflächen sind aber ein Problem, weil sie die thermische Hülle gar nicht in der Qualität machen können, dass sich der Abkühleffekt im Norden nicht zu Buche schlägt. Und da ist eben das Problem gewesen, der zu großen Fenster. Wir wollten die Fenster nicht reduzieren, ohne dass wir eine Tageslichtsimulation machen. Wir haben nachgewiesen, dass wir trotz der Reduktion der Fensterflächen auf die Hälfte der Höhe zu keiner Verschlechterung der Tageslichtsituation kommen. Das haben wir auch hier wirklich mit unterschiedlichen Annahmen
gemacht. Und ich glaube, auch das ist wichtig, hier wirklich das transparent zu zeigen, und haben den Verantwortlichen dort dann geraten, hier die Fenster zu reduzieren und so eben auf eine gute thermische Qualität auch zu kommen. Hier noch ein paar Bilder aus der Sanierung mit den Elementen. Hier genau der Bereich, wie die Elemente versetzt wurden, ähnlich wie beim Linzer Projekt mit einer Holzunterkonstruktion und die Elemente außen drauf gesetzt. Hier sieht man schon, die Elemente wurden im Attika-Bereich vor Ort dann ausgeblasen, hier mit Metallkonsolen aufgelagert. Wie gesagt, hier die Ergebnisse noch der Situation, zum Beispiel nach den Weihnachtsferien, klassische Jännerwoche. Wir versuchen immer die 1000 ppm CO2-Gehalt in der Luft einzuhalten, jedoch erlauben wir geringe Überschreitungen, diese ganz bewusst, indem wir die Luftmenge etwas reduzieren, weil wir wollen ja mit Komfort die Luft einbringen und ohne Zugerscheinung. Und damit stellen wir auch die 35% Luftfeuchtigkeit im Schnitt sicher. Damit kriegen die Leute in den Räumen keine trockene Kehle beim Reden, sondern haben eben die nötige Luftfeuchte. Die hängt ganz, ganz direkt mit dem CO2-Gehalt zusammen. Und hier, Sie sehen hier die Temperatur, also Sie sehen minus 15 Grad, es kann sehr kalt werden in Neumarkt. Auch bei uns war der letzte Winter sehr kalt, die Temperatur im Innenraum sehr stabil. Sie sehen hier, was ich aus der Tageslichtsimulation gesagt habe, die Halbierung der Größe der Fenster spielt für die Tageslichtqualität hier gar keine Rolle. Sie sehen hier Deckenstrahlerplatten, die wirklich nur bei öffentlichen Veranstaltungen eingeschalten werden. Die Holzelemente-Sanierung reicht völlig aus für die thermische Behaglichkeit einer Turnhalle im Normalbetrieb. Also die brauchen wir nur, wenn da eine Ballveranstaltung im Winter ist, und zwischen 18 und 20 Uhr schalten wir dann ein. Dann gibt es nettes Ankommen der Leute und ich kann dann aufgrund der inneren Lasten sofort wieder das Ganze zurückdrehen. Sie sehen hier die Ausblas- und die Ansaugöffnungen für den Klassenbereich. Es ist eine Mischung aus Eternitfassade und Holzfassade. Ich glaube, da sind alle recht zufrieden damit. Ein paar Bilder zum Schluss. Hier wieder die Ansaugung und die Ausblasung für den Turnsaalbereich. Hier diese Eingangssituation, von der ich gesprochen habe. Die Lüftungsklappen im zweiten Obergeschoss und auf der gegenüberliegenden Hausseite jene im Keller. Sie können sich an das Bild erinnern, das ich vorher hatte, wie das Ganze da ausgeschaut hat. Die neue Eingangssituation, glaube ich, ist ganz eine andere. Hier vom Innenraum die Aula mit einem Holzstab als Aufzug für die Barriere. Freie Erschließung, der kommt auch ganz gut. Wir sind in der Holzregion Murau, hier auch eine Holzfassade als verglaste Fassade zum Innenhof der Schule. Ist, glaube ich, eine wunderbare Situation, sowohl von innen als auch von außen. Sie sehen, das Stiegenhaus ist Bestand geblieben, der Terrazzo war vorher schon da, ist nur in manchen Bereichen ergänzt worden, wie hier. Also ist wirklich eine Sache, die sich hier im Innenhof auch wunderbar darstellt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Sie sehen hier noch einige weitere Sanierungsprojekte aus ähnlicher Situation. Ich glaube, wenn Ihnen vom heutigen Vortrag bleibt, dass die Sanierung mit Holzelemente Zukunft hat, einfacher zu machen ist, als manche denken, aber vorher eine gute Analyse benötigt, dann glaube ich, sind wir da gut durchgekommen und freue mich jetzt auf sehr, sehr viele Fragen. Danke vielmals.